Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Heute sprechen wir über die teuerste Goldmünze, die wir jemals angeboten haben. Und wenn Sie sehen möchten, was das ist, bleiben Sie unbedingt dran. Ich wusste es, dass Sie neugierig sind und ich freue mich, dass Sie noch dran sind. Wir möchten Ihnen jetzt die besonderste Goldmünze zeigen, die wir jemals im Online-Shop angeboten haben. Und zwar ist es eine 50-Unzen Goldmünze. Sie haben richtig gehört, 50 Unzen Gold. 1,55 Kilogramm. In diesem Jahr, wie viele von Ihnen wissen, ist der Krügerrand 50 Jahre alt geworden. Was würde natürlich besser passen als eine 50 Unzen Krügerrand Goldmünze, die es in einer Auflage von 50 Stücken gibt weltweit, dass wir diese Münze entsprechend vorstellen. Nicht vielen Händlern in Deutschland bleibt überhaupt das Vergnügen, dass sie einen Kunden für so eine Münze haben, der entsprechend diese Münze in seinen Schatz nimmt. Denn 50 Münzen sind nun mal auf der ganzen Welt sehr schnell verteilt. Wir haben das Privileg, dass wir ganz viele besondere Kunden haben und einer unserer Kunden, beziehungsweise sogar zwei unserer Kunden, haben diese Münze ergattert. Ja? Und ein Video haben wir jetzt für Sie gefertigt, wo wir die Münzen in der Nahaufnahme zeigen, wo wir leider nicht in der gleichen Qualität, wie Sie es jetzt von uns gewohnt sind, die Münzen filmen. Wir mussten uns mit dem Handy filmen, das ging sehr schnell. Der Kunde hat lange auf seine Münze gewartet, dann kam die Münze an nach einigen Komplikationen. Die Afrikaner waren auch nicht damit vertraut, wie das funktioniert mit einer 60x60 cm Box, so eine Münze dann zu uns zu transportieren. Deswegen hat sich das über 4 Monate gezogen, bis die Münze letzten Endes ausgeliefert werden konnte. Jetzt sind wir ganz stolz, dass die Münze in den Händen unseres vertrauten Kunden ist. Und ja, der Kunde war sehr glücklich, das kann ich Ihnen sagen. Lassen Sie uns aber nicht so lange darüber sprechen, wir schauen uns das gerne mal gemeinsam miteinander an. Sie sehen die riesige Box, die 50 Unzen Goldmünzenbox. Das muss man einfach genießen. Die Box wurde auf einer Palette angeliefert. Ja. Wir sind richtig erschrocken, als wir die Box in der Größe gesehen haben. Wer auf der World Money Fair in Berlin war, hat diese Box vielleicht schon mal gesehen. Aber die muss natürlich aufgrund dessen, dass sie so hochwertig ist, auch entsprechend gepolstert und verpackt werden. Diese Box ist von den Herstellern der Rolex Uhrenboxen gefertigt wurden. Also es ist wahrscheinlich die hochwertigste Box, die jemals für eine Münze gefertigt wurde. Es gibt ein Auszugfach, wo die Münze entsprechend ein Buch beinhaltet. Dieses Buch erklärt die Geschichte des Krügerrandes. Es sind viele tolle Highlights an dieser Münze versteckt. Die Münze hat einen Durchmesser von 100 mm, ist in einer hochwertigen Kapsel geliefert worden und lässt sich dann in dieser Box natürlich wunderbar ansehen. Es ist so, die Münze hat einen Preis von, halten Sie sich fest, 159.500 Euro für eine einzelne Münze. Natürlich ist es so, dass so eine Münze nur von Kunden gekauft wird, die wirklich den Wert dahinter zu schätzen wissen, die die Geschichte des Krügerrandes über lange Jahre verfolgt haben. Und so eine Münze wird es eben nur einmal geben, denn der 50. Geburtstag einer Münze in der 50er Auflage und 50 Unzen, das ist ein toller Match. Also wir sind begeistert davon. Ich finde die Idee auch hervorragend. Die Münze war ja der absolute Publikumsmagnet auf der Edelmetallmesse. Und als dann diese Münze bei uns angeliefert wurde in Form von einer Riesenbox auf einer Palette und wir uns dann durchgekämpft haben, dass die Münze endlich ausgepackt war, sind wir nicht mehr aus dem Staunen gekommen. Die Box ist so hochwertig, hat eine Carbonoptik mit schönen Goldverzierungen an sich. Es ist eine tolle Plakette drauf. Wenn Sie die Box aufklappen und die Münze dann zum Vorschein kommt, dann merken Sie auch, wie robust diese Box gebaut ist. Die Box an sich wiegt über 23 Kilogramm, dass Sie sich mal vorstellen können, wie aufwendig es ist, diese Box auch zu transportieren. Unser Kunde war da natürlich sehr stolz, dass er diese Münze jetzt in seinen Schatz nehmen darf. Und ich bin sicher, so eine Münze wird in vielen Jahren ein viel, viel größeres Vermögen wert sein, als es jetzt schon ist. Obwohl natürlich der Preis für eine Münze inklusive 19%iger Mehrwertsteuer, inklusive hohen Aufschlägen für diese Produktionskosten schon sehr hoch ist, ist diese Münze natürlich trotzdem irgendwas, was nie mehr, wenn sie mal ausverkauft ist, an den Markt zurückkommt. Es sei denn, jemand löst seine Sammlung mal auf. In der Regel werden aber solche Schätze Stück für Stück von Generation zu Generation in die nächste Hand gegeben. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir die Chance haben, Ihnen diese Münze zu zeigen. Ich hoffe, Sie können die Bilder genießen. Und wenn Ihnen das gefällt, wenn Sie gerne mehr von solchen Videos sehen würden, lassen Sie uns einen Daumen hoch hier. Natürlich haben wir nicht jeden Tag so ein Highlight, aber wenn wir wissen, unsere Kunden möchten sich sowas gerne ansehen, dann nehmen wir uns die Zeit und machen häufiger solche Videos. Bis bald. Ich würde mich freuen. Lassen Sie uns unbedingt einen Daumen hoch hier. Schreiben Sie mal Ihre Meinung dazu rein. Vielleicht haben Sie ja selbst eine ergattert oder vielleicht sparen Sie noch darauf hin. Ich kann nur sagen, die Münzen sind in Südafrika offiziell ausverkauft. Es gibt nur noch ganz wenige Händler, die überhaupt auf die Münze warten. Das heißt, die meisten Münzen sind jetzt schon ausgeliefert. Und in diesem Sinne, bis bald, bis zum nächsten Video. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren und gerne auch Ihre Meinung hier unten in den Kommentaren dalassen. Bis bald, auf Wiedersehen.